Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Wir Hi. sind wieder zurück aus Essen. Ja. Ja, gefühlt ist das nämlich unsere erste Woche jetzt, weil die letzte Woche war eigentlich ja noch so ein bisschen Herbstferien und der Content, den hatte ich auch schon vor Essen so gemacht. Gut, ihr wart auch schon fleißig. Ja, wir waren auch schon fertig. Wir Alles haben eines okay. der glorreichsten Videos der Geschichte hingelegt, ja. Da möchte ich lieber nicht drüber sprechen. Ja, da waren alle beteiligt an diesem Video. Da hat man noch an Leute gehört, die eigentlich nicht auf dem Video sein sollten. Egal, an Unsere anderer Stelle. Privatsphäre wurde sträflich vernachlässigt hier. Ja, Ja. wurde einfach drüber hinweggesehen. Nein, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Wir haben ein neues Spiel hier für euch. Ein schönes Auf Spiel. jeden Fall, schönestes Thema. Ein Ich hatte schönes Spiel damals ja ohne schon Titel. gesagt, ja, ohne Titel, genau, denn das Ganze hier, Canvas, ist ein Kickstarter oder war ein Kickstarter und jetzt hier über die Asmodee Group ins Deutsche, jetzt in den Retail gekommen. Das ist so eingeschweißt gewesen, da war ein Aufkleber drauf, nur Canvas, weil man kann diese Schachtel, man kann die wirklich an die Wand hängen. Es Hier, ist ein. es hat so einen schönen, ne? Das ist Ja. dann quasi ein Bild. Ja, es ist dann ein Bild, also auch wenn dann alles da reingepackt ist in diese Schachtel, dann kann man es immer noch an die Wand hängen. Deswegen gibt es keinen Titelaufdruck. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Idee. Brettspiele an die Wand hängen, machen ja auch ein paar Leute. Tatsächlich auch so schon, ja, habe ich schon mal Ja, gesehen. oder machen sich Ja. davon irgendwie so Prints, um schöne Bilder zu machen. Und hier geht es nämlich auch darum, schöne Bilder zu gestalten. Und ja, schön und vielleicht der Akt an sich selber, der steht hier auf jeden Fall mehr im Vordergrund, würde ich schon mal sagen. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Wir spielen jetzt einfach mal die Zwei-Spieler-Partie. Das Ganze ist 1 bis 5 Spieler spielbar. Gibt halt auch zwei unterschiedliche Soli-Modi, die haben wir uns jetzt nicht so genau angeguckt, sondern ich werde jetzt einfach mal gucken, ob ich die schönsten Bilder malen kann. Also einfach, sie müssen einfach schöner als Hunter die Ja. Bilder werden. Und angegeben ist es hier so mit 30 Minuten. Wer hat es denn eigentlich Genau, ich gemacht? wollte gerade sagen, es ist ein Spiel von Jeffrey Chin und Andrew Ja. Nörger. Und schön gemalt hat es vor allem Luan Huyen. Ja, ein asiatischer Name, den ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe. Genau, ursprünglich Road to Infamy Games. Auch ganz witzig war natürlich, wie du gesagt hast, das ist ein Kickstarter. Und hier steht gar nicht die Spielerzahl drauf, aber ja. Ja, die, das guck mal, Ach, hier das das steht da andere. drauf. 1 bis 5 Spieler. Ah ja, jetzt sehe ich ab 10 Jahren nur 30 Minuten. Ihr werdet es auch sehen. Es geht natürlich flott. Warum ist hier Schnee? Das lassen wir jetzt nicht hier. Das Na, außer in irritiert deinem mich. Bereich, dass du vielleicht so ein bisschen abgelenkt bist. Irritiert mich, Und genau. flott geht letztendlich auch die Riegelerklärung. Deswegen werden wir da gar keinen extra Riegelerklärpart machen. Ich werde euch ganz kurz mal eine Übersicht geben und dann geht es letztendlich auch schon los. Ja. Ihr seht schon in der Top-Down, hier ist das ganze Spielmaterial aufgebaut. Baut für zwei Spieler. Wir haben hier in der Mitte so eine kleine Stoffmatte, die ist eigentlich auch ganz schön und funktional. Und was sehen wir hier? Unser Spiel besteht letztendlich darin, drei vollständige Gemälde zu kreieren. Und dafür hat jeder von uns drei, ja, grundierte Leinwände, also hier schon unterschiedlich farbig gestaltete Leinwände. Wenn man die umdreht, ist auch die Details sind hier wirklich ganz schön. Die Karten hier sind auch gesleeved, also die Sleeves kommen mit, denn es hat hier wieder diesen Gag und den kennt man auch schon von den einen oder anderen Spielen, dass wir hier so bedruckte, transparente Karten haben. Und diese Karten, das sind quasi ja unsere Kunstkarten. Von diesen Karten müssen wir für ein Gemälde drei übereinander legen und erschaffen dann damit quasi unser Kunstwerk. Und diese drei Karten kommen dann hier eingesteckt in unsere Gemäldekarte. Und ja, dann haben wir quasi ein vollständiges Kunstwerk. Wer von uns sozusagen die ersten drei fertig hat, da gibt es jetzt kein Race oder so. Es wird einfach dann weitergespielt, bis alle Spieler drei Gemälde fertiggestellt haben und dann wird halt ausgewertet. Wie generiert man eigentlich Punkte? Das ist insofern modular. Hier oben seht ihr, haben wir so vier Aufgaben oder ja Arten von Bilder. Wir spielen jetzt mit Vielfalt, Stil, Betonung und Gestaltung und Genau. da gibt es auch noch Genau. mehr. Man Ja? kann es hier mal sehen. Es gibt natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, noch mehr Siegbedingungen oder Punkte-Generierungsbedingungen, wie man es nennen Und das möchte. ist letztendlich auch ganz schön gemacht. Auch dafür braucht ihr nicht großartig die Anleitung, denn einfach auf der Rückseite dieser Karte wird ganz einfach erklärt, wie das Ganze zu werten ist. Das werdet ihr dann jetzt auch im Spiel sehen. Hier kann man sich schon das eigentlich denken. Hier unten sind unterschiedliche Symbole. Wir haben vier unterschiedliche Symbole, sowas wie Farbe, Form, Gestaltung oder so. Also die
Die haben auch alle Namen. Man kann auch sagen, das Dreieck und das schraffierte Fläche. Genau, genau. Ja, und wenn ein Gemälde, sobald man es fertiggestellt hat, diese Kriterien guckt man sich also an. Ah, haben wir hier das Kriterium Vielfaltstil, geht man das durch. Sollte man so ein Kriterium schaffen oder vielleicht auch mehrmals schaffen, das ist je nach ja, Aufgabenkarte auch möglich, bekommt man dann halt hier die passende Auszeichnung, je nachdem, wo diese Karte hier liegt. Und am Spielende hat man ja dann drei Gemälde mit unterschiedlich vielen Auszeichnungen generiert und dann werden die Gesamtauszeichnungen der unterschiedlichen Kategorien nochmal zusammengerechnet. Ja. Ihr seht schon, hier gibt es noch eine Tokenart, diese Inspirationstoken, also diese kleine Farbpalette, die nimmt man jetzt nämlich und was machen wir eigentlich in dem Spiel als Aktionen? Wir haben nur zwei Aktionsmöglichkeiten. Wir nehmen einfach eine von diesen Kunstkarten hier. Die erste kann man sich einfach immer so nehmen. Möchte man jetzt weiter ja, zu unserer Box hier rübergehend Karten weiter rübernehmen, dann muss man die mit Inspirationsmarker bezahlen und zwar so viel, wie man auslässt. Na, jetzt könnte ich hier zum Beispiel diese Leiterkarte nehmen. Oder diese Inspirationszucken, die sind begrenzt für uns. Die ermöglichen uns natürlich ein bisschen mehr hier vielleicht Vielfalt oder irgendwas zu reservieren. Nimmt man sich nachher so eine Karte und da sind Inspirationstoken drauf, kriegt man die natürlich, kann man so ein bisschen haushalten. Hat man dann drei Karten zum Beispiel auf der Hand, also maximal dürfen wir eh nur fünf von diesen Karten halten, dann kann man sich auch entscheiden, die zweite Aktion zu nutzen, nämlich ein Gemälde vervollständigen und dann nimmt man einfach drei Karten, auch genau drei Karten, nicht vier, nicht zwei und puzzelt die so ein bisschen zusammen und ja, puzzeln ist... Ich bin doch ein Meister. Ich weiß, du bist ein Meister. Ich könnte auch vier zusammen. Ja, nee, ja. nee, nicht mein Freund. Du kannst erstmal vom Meister lernen, du darfst erstmal ein bisschen abzeichnen hier. Ja, ja ihr werdet es gleich sehen, es ist denn doch ein bisschen puzzliger als gedacht. Hunter, willst du sagen, der letzte, also es fängt, glaube ich, der an, der ein Gemälde gemalt hat als letztes. Hast du überhaupt schon mal gezeichnet? Ja, nur in der Schulzeit. Also du, diese... Dann habe ich mich zurückgehalten. Ah, okay. Na gut, ich lasse ihn trotzdem beantworten. Das klingt fast so, als wenn irgendwie so ein Trauma aufgearbeitet werden muss. Nein. Nee, okay, du darfst anfangen. Ich darf jetzt anfangen. Mal. Ja, jetzt was ich auch wirklich am schönsten, ich weiß nicht, ob das hier so erkennen konntet, wahrscheinlich erst, wenn wir dann unsere fertigen Gemälde zeigen, dass die halt, dass man puzzelt auch den Namen des Gemäldes. Ja, man kann auch den Namen. Das hat für die Spielsiegwertung nichts zu tun letztendlich, aber irgendwie für uns, wir wollen das dann natürlich auch ein bisschen präsentieren. Aber ich nehme jetzt tatsächlich hier zuerst diese Karte. Die Vergänglichkeit. Ich nehme das steht dann hier oben, das Vergängliche. Ja. Das sieht so ein bisschen, sieht auch so wie Blütenblätter oder so. Ja, man kann, da ist gar nicht viel drauf auf dem Vergänglichen, aber ist ja auch irgendwo klar. Dann rutscht es hier letztendlich einfach nach. Es gibt eine neue transparente Karte, die hier hingelegt wird. Des Stolzes. Okay, ich habe jetzt hier irgendwie so einen Anker. Ja, und wir wollen natürlich jetzt schon mal gucken, was für Symbole möchte man hier haben. Also hier wollen wir möglichst alle Farbfelder voll haben. Hier wollen wir genau einmal dieses bunte Feld haben. Da ist die Karte schon nicht ganz so cool. Hier möchte man drei von diesen schraffierten haben. Das passt schon wieder. Hier möchte man die Vielfalt. Ah, ich nehme jetzt mal diesen Anker. Der ist ja auch gratis. Ne? Wie gesagt, fünf Karten darf man maximal auf der Hand halten. Dann muss man ein Gemälde vervollständigen. Also je nachdem, wie sicher man sich fühlt, kann man ab drei das schon machen. Und das passt alles überhaupt nicht so richtig gut. Was zusammen. Wir für euch jetzt hier auch schon ein bisschen vorbereitet haben, sagt die Anleitung auch, jede von diesen Karten, die hat nochmal so eine Schutzfolie. Produktionstechnisch sind diese Karten halt von hinten bedruckt. Und vorne ist nochmal eine Schutzfolie drauf, die kann man runterfummeln oder lässt die ein bisschen drauf. Ich habe es jetzt mal runtergemacht. Ich werde die Bestimmung nehmen. Du nimmst die Bestimmung, ah, okay. Das war auch die erste Karte. Oh, guck mal hier, die Revolution bricht aus. Ja, aber das sind zwei von diesen Farbkreisen. Ja, von den Farbkreisen. Du willst aber ich kann ja, ich kann ja, jetzt nur mal gedanklich, ich kann die Karte auch so anordnen, kann man hier vielleicht auch kurz im Detail nochmal zeigen. Ich kann ja... Seht ihr ja schon, die auch so anordnen, dass ich die hier so rauflege. Ja, dann ist sozusagen, dann habe ich hier Dreieck und dieses andere Symbol. Oder ich drehe das genau um, dann habe ich hier diesen Farbkreis. Okay, du nimmst das jetzt, ja? Ja, ich nehme das auch einfach. Nimm's einfach wir wollten ja mal in diesen. Was haben wir denn jetzt hier? Wir kommen nicht hinterher. Wir müssen. Was haben wir denn hier noch? Die Tiefe und der. Ich würde ja gerne. Das passt auch, weil ich meine, jetzt heißt mein Bild schon die Schwere der Revolution. Das liegt auch ein bisschen schwer. Ich wollte eigentlich so was Freudiges malen. Ne? Aber irgendwie... du bist dran. Ich gucke gerade, was mir noch für... Es gibt halt ganz wenig... Ich brauche gelb und grün. Wer hat eigentlich unsere Stilmittel hier gemischt? Können wir das Ja, also ich werde jetzt einfach der Hürde nehmen. Hier diesen komischen...
So ein Berg. Berg. Bob Ross-Style quasi. Hier schön noch mit so einem Farbspachtel ein bisschen rumgearbeitet. Ja. Ja, was hätte ich jetzt? Ich hätte jetzt gerne eigentlich grün und lila. Ich weiß gar nicht, ob so eine Farbe... Doch, grün und lila liegt hier. Das würde genau hier rein. Aber dann habe ich auch schon wieder dieses Symbol. Aber dann musst du alle vier ausgeben. Ja, dann müsste ich... wenn ich das haben will, muss ich drei ausgeben. Drei. Also, das hier der Träume wissen. Aber, Mann, ey. Man muss ja, man muss ja auch nicht gleich. Ich nehme mal hier das Himmlische, oder ja doch, das ist ein schöner Sternenhimmel. Ich habe drei Karten. Wie viel hast denn du auf der Hand? Ich habe auch drei. Ich bin jetzt wieder dran. Ich könnte jetzt doch schon malen. Du könntest jetzt auch schon malen, wenn das dir gut kommt. Es gibt noch eine kleine Besonderheit. Es gibt hier nämlich auch so Felder, die erzeugen so extra Auszeichnungen. Das sind die grauen hier. Da ist eine Auszeichnung am Ende einfach zwei Punkte wert. Und die hat nochmal so eine, quasi so intern so eine kleine Sache. Die sagt zum Beispiel, für jedes schraffierte Feld, was man in seinem Gemälde hat, da zählt es selber nicht, dazu kriegt man so eine Auszeichnung. Also wenn es noch nicht genug Puzzle hier ist, kann man selber im Gemälde nochmal puzzeln. Hast ich werde jetzt malen. Du malst jetzt? Hier, oh ja, okay. Man kann es jetzt gleich sehen, hier in meinem Detail. Ja, genau hier. Ich werde diesen... Und du nimmst auch diesen Hintergrund, hast du dich dazu... Ich könnte jetzt auch einen anderen Hintergrund. Das ja, ist die Frage. Ist, was also mein, passt jetzt? Mein Gemälde heißt das Vergängliche der Bestimmung. Also, das also meinst du vielleicht grün ist eigentlich Farbe der Hoffnung? Das passt ja, nicht ich so weiß ja, ich finde auch diese Würfel und Kisten. Ich glaube das hier, gut. Ich nehme das hier, das ist so ein bisschen aufgewühlt. Ja, das stimmt schon. Ja. Dafür gibt es einen extra Punkt. Ja, nee, leider nicht halt. Ich werde als erstes jetzt hier den Hintergrund malen, der eigentlich auch für das... für den Namen gar keine Rolle spielt, weil der überdeckt ist hier. Dieser komische Berg. Aber das passt schön. Guck mal, hier geht es schon überall. Ja, dieser Berg, aber der spielt erstmal jetzt nicht so richtig eine Rolle, weil das Vergängliche wird jetzt da so drüber gelegt. Ach, das ist vielleicht irgendwo in Japan. Guck mal, das ist der Fukushima und da regnet es jetzt Kirschblüten. Achso, und jetzt muss ich gucken, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich will jetzt... Ja, du darfst die quasi auch alle drei übereinander vorher, legen. Ich muss sie vorher, sonst habe ich wieder irgendwie hier Mist gemacht. So war es, genau. Du hast jetzt drei blaue Felder da überdeckt. Ne? Das ist jetzt so, jetzt ist es korrekt. Also seht ihr das? Das Vergängliche der Bestimmung. Ich habe halt leider kein Grün, aber... Genau, das gehen wir jetzt gleich mal durch. Aber was halt hier wirklich schön... Also hast, würde sagen, es ist ein schönes Gemälde geworden, weil der Typ, der auf der Leiter ist, wirkt fast so, als wenn er diese Blätter auch wegführt. Ja, wirklich wunderschön. Also... Ich würde dir da gerne sogar extra Punkte geben, aber das Spiel selber nimmt es nicht an. Jetzt bleiben wir hier ganz kurz. Ich nehme jetzt mal, damit ihr das jetzt mal seht. Jetzt gucken wir quasi mal die Vielfalt. Die Vielfalt hat er nicht erreicht, weil er bräuchte alle vier Elemente. Dafür kriegt er also keine Auszeichnung. Das ist kein sehr vielfältiges Bild. Den Dafür Stil. Ist der Stil sehr gelungen. Hast du ja schon hervorgehoben hier. Ne? Stil, sehr stilvoll. Genau. Drei so Dinger. Das heißt, diese Auszeichnung bekomme ich. Das ist die grüne. Ja. Zack. Und die ist aktuell, na, ist eine grüne Auszeichnung vier Siegpunkte wert, aber im Verlauf des Spiels kann er ja noch mehr sammeln. Dann haben wir hier die Betonung, genau, du hast einmal dieses Farbsymbol genau einmal, Platz gemacht. Genau. Ja, und was wir ja auch schon festgestellt haben, Gestaltung, na, das ging es ja hier um die Farbfelder, ja, grün hat er kein Symbol überarbeitet bekommen. Gut, das war schon mein erstes Gemälde, fertig. Das war dein erstes Gemälde, hat jetzt gar nicht so viele Punkte dir generiert, aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, es war schwierig auf jeden Fall, alles zu schaffen. Also grün zu kriegen und dann das mit dem Stil, das habe ich nicht vereinen können, diese Widersprüche. Aber dafür musst du jetzt, du hast ja auch mehr Inspirationsdrucker, du musst jetzt mal ein bisschen was ausgeben. Ich brauche noch mal was, was ist denn was Grünes, was schönes Grünes? 1, 2, 3... Mir fehlt, was fehlt mir denn noch? Ich brauche da noch mal ein anderes. Es ist schon wieder nicht das da, was man braucht. Ich habe dich extra in diese Sackgasse Falle manövriert. Ja, das Gefühl habe ich aber auch. 1, 2, 3. Mann, ey. Ach, ich nehme mal das hier, der Traum. Ja, das zahlen auch. Ja, so mache ich. Ich zahle. Ich zahle auch. Kein Problem. Hier. Diese Inspiration, das musstest du dir hart abnehmen. Ja, das musste ich, da musste ich lange drüber nachdenken. Ich habe vier Karten auf der Hand, ich kann noch eine halten. Ach, guck mal hier, die kleine Katze da, die Katze ist super, ne? Die würde ich gerne haben, aber das Problem ist, ich bin zu arm. Jetzt, aber du siehst schon, in welche Richtung das Spiel geht. Und so langsam habe ich Hunter auch, kriege ich ihn auch dahin, dass er diese Tierkarten einfach nimmt. Ne? Jetzt auch als stolzer Katzenbesitzer kriegt er ja auch... Des Stolzes, das ist interessant. Ja. Okay. So, ich könnte jetzt noch eine Karte nehmen. Mir fehlt echt, ich habe einfach dieses Schraffur. Du hast hier alle Schraffursachen irgendwie geklaut. Die habe ich für mich reserviert. Mann, ey.
Ein, zwei, ich mache jetzt mal einen richtigen Move, ohne weiter drüber nachzudenken. Hau ich jetzt mal alles raus an Inspiration. Jetzt habe ich fünf Karten auf der Hand. Mein nächster Zug wird auf jeden Fall ein Gemälde zu Ende malen sein, denn mehr als fünf Karten darf ich nicht Ich werde halten. jetzt auf jeden Fall die Katze nehmen, die hat es mir einfach angetan. Mach das. So. Macht das des Augenblickes, des Traumes. Oh, jetzt muss ich hier mal meinen. Und man darf ja wirklich nur drei Karten nehmen. Das ist die Ist man Herausforderung. natürlich Eins, zwei, drei, vier. Oh, total jetzt habe blöd. ich diese eine Sache, schaffe ich wieder nicht. Aber. Ach doch, doch, die schaffe ich, wenn ich das so mache. Juiuiui. Okay. Ja, jetzt habe ich also mir für drei Karten mich entschieden. Und auch da würde ich jetzt, gehe ich mal. Zeigen wir euch das mal wieder, wie mein Kunstwerk aussieht. Ich glaube, ich nehme mal, ich überlege mal, nehme ich diesen Hintergrund? Ich nehme mal diesen Hintergrund hier, glaube ich. Und da habe ich jetzt zusammengepuzzelt die Schwere des Augenblicks. Ja, wo ich gleich mal kritisch anmerken muss, dass das ich weiß Hallo? nicht, ob ist das Kunst oder kann das weg? Ja, komm. Hallo? Das sind ja immer diese Kunstbanausen, Ja, guck ne? mal, aber irgendwie ist es doch von der Perspektive schon mal sehr seltsam. Wieso ist denn der Anker viel größer als Na, das ist der ein andere, Turm? guck mal, das ist ein anderes Luftschiff, was viel weiter vorne ist. Muss ich dir jetzt nochmal diese Alles Tiefenebenen erklären? klar, Gut, okay. dann gehen wir das jetzt nochmal los. Ich habe nämlich irgendwie gefühlt, hoffe ich, dass ich alles hier geschafft habe. Aber ich habe Okay. einmal dieses Icon, dann habe ich das Dreieck, dann dieses. Ich habe also die Vielfalt habe ich hingekriegt, bekomme also eine rote Auszeichnung. Was ich nicht hinbekommen habe, ist der Stil. Na, hier dreimal dieses schraffierte Symbol habe ich nicht hinbekommen. Aber ich habe Sehr genau. gewagt, Ja, sehr dieser gewagt. Stil. Ich habe genau eines von diesen Farbsachen hinbekommen. Ich habe 1, 2, 3, Ja, du 4. hast doch die Ja? Gestalter. Und jetzt noch viel cooler, jetzt seht ihr das hier auch nochmal. Ich habe nämlich, Drei von denen, ja, von sowas? diesen Symbolen hier 1, 2, 3, da muss ich auch Alter. nochmal nachgucken. Und zwar ist das die Tönung. Ich habe besonders getönt gearbeitet, ja. Also ich finde nicht, dass dieses Gemälde so viele Preise verdient hat. Aber ich Soll meine, ich was soll ich sagen? machen, Wenn wenn die ihr wirklichen Kunstkritiker einfach die wahre Schönheit eines Wenn die Gemäldes so erkennen, dann ist. denken, dann ist es halt so. Ja, bloß weil du hier von Malen nach Zahlen inspiriert Kann worden jetzt noch bist. mal wieder was nehmen, weil du ja gerade dran warst, ne? Was Ja, ich Malen habe nach genau, Zahlen? ich habe ja gerade mein, ich habe hier gerade mein tolles Gemälde. Oh, Das hat auf jeden Fall reingehauen. soll Und ich jetzt jetzt kann man das U natürlich auch noch mal ein heimnehmen? bisschen gucken. Ich habe jetzt ja eine blaue Auszeichnung, eine rote und eine lilafarbene. Was macht denn zum Beispiel noch mal Aber du mehr bist Sinn? dafür total arm, das sehe ich jetzt gerade Und bin erst. Das arm, heißt, ja. du musst Ich sowieso. muss meistens jetzt die erste Ich nehmen, werde oder? jetzt einfach das Unheil nehmen. Aber ich Das werde, mach Verderben. mal, aber ich werde jetzt natürlich gleich die Tiefe nehmen, weil ich mir wieder vier Marker nehme. Das war sehr nett von dir. Ich Natürlich. dachte schon, du. Ja, ich mache es auch. Kurz und knapp, da überlege ich fast gar nicht, was da für Symbole drauf sind, um mir ein bisschen mehr noch die Auswahlmöglichkeiten zu nehmen. Zap, zap, So, zap. und Und jetzt dann bist du auch werde schon wieder. ich, Du ja. kannst auch schon wieder ein Gemälde malen. Nee, Du bist ja nee, so ein Frühinspirierter. Sobald ganz schnell das ist weggehauen, so. tatsächlich kein, ist nicht sinnvoll, jetzt hier schon zu malen. Ich werde das Unheil nehmen. Oh, das wird ein düsteres Bild diesmal. Ich habe das Verderben und das Unheil. Ich bin jetzt ein frustrierter Künstler geworden, weil dein Gemälde so viel besser angekommen ist als meins. Blau-Grün. Oh, Blau-Grün ist da wieder. Und diesmal, oh, das geht im Dreieck. Oh, wunderbar. Habe ich diese Dinger hier? Was Eins, fehlt denn zwei, jetzt drei. nochmal? Ach Innerlich so. bin ich gerade am Abfeiern. Ich glaube, ich kann wieder so ein kleines Meisterwerk malen. Kleines Meisterwerk. Jedenfalls, was so diese extra Bonuspunkte angeht. Gucken wir mal. Ja, das hat bei mir noch nicht so richtig gut funktioniert. Aber dafür, warte mal, wenn ich das so mache. Wenn ich das kriege, dann kriege ich ja nur vier. Ja, ihr seht schon, man kommt auch so ein bisschen ins Grübeln, ne? Eins, zwei, drei, vier Symbole. Mir fehlt schon wieder diese Schraffur, aber so ist es halt. Ja, Wir ich können es kann auch nicht schon wieder sehr ändern. thematisch malen. Das finde ich natürlich lustig. Ja. Hier, ja. Also ich bin jetzt richtig, na, das ist wirklich, das erzählt Geschichten, dieses Spiel, ja. Ja, Weil ich kann jetzt so es. richtig neidisch war auf Du warst so richtig. Oh, auf dem. deine Schwere des Augenblicks, ja, Die so gut ankam die so gut quasi. ankam, muss ich jetzt ein entsprechend anderes Bild malen. Und zwar werde ich jetzt dieses hier Ja. nehmen, Ja, ja, bei kann man das Sotheby's sehen? ist es gut angekommen, hier mein Und Gemälde. anfang, ich werde erstmal schon mit einer schweren Grundierung anfangen, hier mit dem Unheil. Ja, wie sie zwei
ominösen Vögeln. Und dann war das ich sind halt wir. So richtig. Sind wir beide das, die zwei ominösen Vögel? Ja, und dann war ich halt so richtig stolz. Also das, ich war stolz, weil ich ja sozusagen eigentlich dachte, ich wäre der bessere Maler als du. Und na, aber das ist natürlich auch mein Verderben. Ja. Ich sehr selbstreflektierte Kunst, die ich hier mache. Das Verderben des Stolzes. Ja. Das greift nach dir, das Unheil. Ja, aber immerhin habe ich die Vielfalt dadurch erfüllt. Ja, er hat alle, genau, alle Symbole hat er da. Du Stil hast leider die nicht, leider nicht. Aber die Betonung. Und die Gestaltung. Und die Gestaltung, aber leider keine Extrapunkte. Aber immerhin, ich hoffe, dass die Neugierde meiner Katze noch was rausholt am Ende des Spiels. Verstehe. Und ich überlege hier gerade noch mal, wenn ich das schaffe, habe ich 2, dann kriege ich noch mal 3 Punkte extra. Ich glaube, ich mache das mal so 1, 2. Ah, das schaffe ich leider auch nicht, die Vielfalt. Ah, okay. Ich male jetzt auch schon mal. Ich haue jetzt auch mal eine schnelle Pinselei hier raus. Mache ich, glaube ich, mit hier. Du machst das einfach so drunter. Ja, und da habe ich jetzt hier diese 3 Karten, das Himmlische des Abenteuers, also da weiß ich auch, ich bin so ein bisschen abstrakt, ich weiß auch nicht, was diese Streikstruktur, egal, es ist... Ja, diese Kunst, das quasi... Ich finde ja auch, deine Kunst ist so ein bisschen erratisch. Die ist nicht, die versteht halt nicht jedermann, ne? kann man mal festhalten. Ja, also, das Himmlische des Abenteuers, ihr seht schon, ich habe die Vielfalt leider nicht geschafft, weil man diese Schraffur einfach fehlt. Den Stil habe ich auch nicht geschafft, aber ich habe die Betonung genau eine Farbe hier schon hingekriegt. Wieder 3 von denen. Ja. Und ich habe natürlich auch die Gestaltung. Nee, aber nur 2, weil ich hier 2. nur 1, 2 habe diesmal. Also das ist nicht ganz so ein großer Klassiker hier geworden. Ne? Hat es auch noch in die Galerie geschafft. Ich glaube, weil mein Erstlingswerk so toll war. Du zehrst schon von ich zähre mal von meinem Ruhm, der damals war. Ich werde jetzt hier erstmal die Bedrohung nehmen. Dieser Metrid. Das finde ich auch sehr geil. Hier ist so ein Sushi-Stück so am Angelhaken. Ja, man ist manchmal auch gewillt, einfach nur so schön passende Elemente legen zu wollen. Vielleicht kann man das auch da noch ein bisschen zweckentfremden und einfach so ein paar schöne Sachen puzzeln. So, was habe ich? Habe jetzt hier diese Tiefe, da habe ich diese Dreiecke. Ach Mann. Wir können jetzt ja nur bis 5 sammeln, dann müssen wir das letzte Gemälde machen. Ja, dann müssen wir das letzte Gemälde machen. Es ist schneller vorbei, als man sich... Also ich finde... Man hat ein bisschen wenig Muße, sein Meisterwerk wirklich zu vollenden. Nein, das ist hier Schlag auf Schlag. Die Erleuchtung ist natürlich auch cool. Tja, ich nehme mal die Verlockung hier. Das, irgendwie passt es auch ganz gut, weil ich diese Unterwasserblasen bis jetzt habe. Und dann hängt also da so ein. Ich glaube, dass ich fast nichts Besseres nehmen kann. Als du kannst auch jetzt. Nee, du hast ja jetzt nur 2 Karten. Dann gibt's noch der Freiheit, aber mach die Tiefe der Verlockung ist schon. Das ist auch nicht richtig sinnvoll. Wir haben keine einzige Schraffur mal wieder. Nee. Blöd. Ja, da hat man natürlich, aber das ist ja auch bei dieser Spielzahl, Anzahl oder Zeit vielmehr, seht ihr ja auch schon, da ist natürlich ein bisschen glückabhängig, was jetzt hier für Karten kommen. Man hat jetzt keine Aktion, irgendwie das Board nochmal neu zu klären. So strategisch will das Spiel auch gar nicht sein. Oh, aber ich muss sagen, inhaltlich ist meine Kunst deutlich aussagekräftiger als deine. So viel vielleicht gebe ich dir auch noch einen Bonuspunkt, aber das fehlt mir noch. Mir fehlt noch was Gelbes, theoretisch. Man muss ja auch nicht alles haben, aber 1, 2... Oh nein, mir fehlt so ein Mark. Ach nee, ich habe gar nichts gesagt. Lalalala. Ich nehme einfach hier, ich nehme die Kraft einfach mal. Also ich muss wirklich sagen, während deine Kunst wirklich so einfach völlig so... Hallo, meine wird aber gekauft ist auch und typisch, gemacht. Genau. Ne? Ja. Also Tyler versteht, was er meint, er selber auch nicht, aber ist toll. Aber bei mir hat es klare Aussagen. Ja, das ist einfach so, das ist doch irgendwie wenn das jeder verstehen kann, weißt du? Du willst ja auch 100.000 oder Millionen von Euro ausgeben von so einem Bild, wo die Leute, weißt du, wo du diese schwitzen lassen kannst, wo die Leute immer... Guck mal, jetzt, ich muss mal sagen, aber das ist wirklich mein bestes Werk bislang, hier. Also es fängt an mit der Bedrohung. Du baust es auch immer so schön auf, ja? Was bedroht dich denn jetzt schon wieder? Ja, was wird bedroht? Erstmal so, wo sind wir überhaupt? Bedroht, hier, guck mal. Wo sind wir? Ja, nämlich hier. Wir die Bedrohung der Aussicht, denkt man erst hier so. Ne? Ja, hier das so sieht auch unschön aus. Hinter dem, also hinter wir dem sind Fenster. Im Haus und draußen ist irgendwie Meteoritenschauer. Und es ist aber natürlich nicht der Aussicht die Bedrohung, sondern die Bedrohung der Neugierde. Mal, das Kätzchen sitzt am Fenster und draußen ist eine draußen geht die Welt unter. Also ein schöneres Bild kann man sich noch nicht vorstellen. Die Bedrohung der Neugierde und ich habe wieder die Vielfalt geschafft. Du hast die Vielfalt geschafft.
Allerdings nicht das Stilmittel. Nee, leider nicht. Aber die Betonung. Die Betonung habe ich geschafft und die Gestaltung. Und die Gestaltung. Und du hast. Immerhin ein. Genau. Eine Grauen. Zusatzauszeichnung. Ja. Also nicht damit schlecht, muss ich zufrieden nicht sein. Schlecht. Und ich werde jetzt. Was fehlt mir denn noch für ein Symbol? Mir würde noch dieses Symbol fehlen. Ich glaube, ich nehme das. Jetzt habe ich das hier. Und, achso, ich darf ja nur drei Karten. Da muss man auch echt, dass man nur drei Karten haben kann, muss man immer mal so ein bisschen aufpassen. Holala, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und das ist das vierte Symbol. Ach, ich nehme jetzt auch mal den Wachstum. Und ich habe jetzt vier Karten. Hunter hat ja jetzt schon Schluss gemacht. Ich könnte jetzt auch noch eine fünfte Karte geben, aber das lasse ich jetzt mal. Ich werde einfach mal jetzt schnell hier wieder zum Stift greifen. Und wird mal, ach nee, dann überdecke ich ja das schon. Nein, das ist schon wieder diese, ach, jetzt schon doch wieder die Verzweiflung ist groß. Schwimmt der hier einfach hier drinne? Und das, dann fehlt mir doch schon wieder was. Mann, ey. Ich weiß auch nicht. Da habe ich gesagt, ich mache mal ein schnelles Kunstwerk, aber irgendwie wollte es denn schon wieder nicht. 1, 2, 3, da fehlt doch schon wieder irgendwas, wa? Das Wachstum der Verlockung, ja, das ist alles schon wieder so komplett. Das ist schon wieder so. Kraut und Rüben. Ja, irgendwie wieder nicht richtig drüber nachgedacht, ne? Der Alex wieder nicht richtig drüber nachgedacht. Da hätte ich mal die Option nicht verworfen, noch eine Karte zu nehmen. Gedanklich hat es doch eben so halbwegs funktioniert, aber ich glaube, ich habe mich hier schon wieder in so eine Misere gebastelt. Egal, wir lassen das jetzt mal hier so stehen und zwar mache ich es jetzt mal so, um mal zu sehen nochmal, wie so eine Vollkatastrophe enden kann. Aber auch das ist rein so bildtechnisch eigentlich irgendwie ganz schön, ja. Die Tiefe der Verlockung, weil wir hier mit diesem Sushi-Stück angeln, da so ein bisschen wie so ein Unterwasserranke haben, da haben so ein paar Bläschen, also... Passt irgendwie ganz nett. Rein punktetechnisch ist es so ein bisschen mau. Ich habe halt nicht diese Vielfalt geschafft. Da fehlt mir wieder ein Symbol, was ich irgendwie überbaut habe. Stil habe ich auch nicht geschafft. Da fehlt mir ein drittes. Betonung. Ja, ich habe die Betonung geschafft und die Gestaltung geschafft. Und das war's. Und das war's, ja. Ja, und jetzt zählen wir einfach nur. Ja, und jetzt zählen wir die Sachen zusammen, halt nach diesen Karten. Die haben halt hier oben abgebildet, ob man 1, 2 oder 3 von diesen einzelnen Auszeichnungen hat. Ich kann das einfach mal kurz machen. Vielfalt habe ich 2, das sind 8. Stil habe ich 1, das sind 4, also 12. Betonung habe ich alle, das sind 11, also 12 plus 11, 23. Mhm. Gestaltung 2, oh, es gibt nur 3 Punkte, 26. Und für die grauen Marker sind jeweils 2 Punkte. 28 Punkte. 28 aber meine Punkte. Bilder waren trotzdem besser. Ja, das können wir vielleicht ja gleich mal in die Kommentare schreiben lassen. Ich habe dreimal die Betonung, das sind 11 Punkte. Dann habe ich hier nur einmal die Vielfalt, 4 plus 11, da sind wir bei 15. Was habe ich hier denn noch? Dann habe ich dreimal die Gestaltung, das sind 9, sind wir bei 24. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, das sind also nochmal 10 Punkte. 34. Ja, 34 weiß. Punkte. Und da könnt ihr vielleicht schon das ein kleines Dilemma auch sehen. Ich bin auch schon bei dir rein geschichtenerzähltechnisch und auch das ein oder andere Bild hat schon gut gepasst. Aber du hast halt leider nicht die Höchstpunkte hier erreicht. Aber es hat natürlich was, das hätten jetzt andere Bedingungen gehabt, wären die gleichen Bilder ganz anders. Auf jeden Fall, worden, natürlich. Wie das ist auch immer es lag natürlich nur an den Kritikern. Ja, genau, je nachdem, wer auch immer sich das da hingibt. Ja. Ne? Ihr könnt natürlich ohne Probleme auch noch sagen, mein Gott, gibt nur einen extra Punkt für ein schönes Bild. Aber das ist erstmal in den Regeln so nicht vorgesehen. Nein, das geht natürlich nicht. Nee, warte, können wir noch mal festhalten? Ich habe gewonnen hier. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alex, für diesen glorreichen Sieg bei Canvas. Ja, ich finde, es ist halt einfach ein schönes Spiel. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Mhm. Es macht natürlich hier vor allem Spaß, mit diesen Sachen hier zu spielen. Also ich finde wirklich das Puzzeln und dann so ein schönes Gemälde hier zu haben, es ist wirklich sehr schön illustriert und alles. Das macht große Freude. Ansonsten ist es natürlich so eine gewisse kleine Set-Collection mit Puzzle-Aspekt. Ja. Ne? Also viel mehr ist es natürlich nicht, wobei man natürlich schon einen gewissen Widerspielreiz hat mit diesen anderen, die auch ein bisschen komplexer und noch sind. Wir haben jetzt natürlich in dieser Zweierpartie, ihr seht es hier, gibt es echt nochmal eine ganze Ansicht. Ich weiß, wie viel, es sind 60 transparente Karten insgesamt, also da ist auch noch einiges natürlich möglich hier von einfach schönen, witzigen, lustigen Motiven. Ich sehe es auch, glaube ich, so als so einen schönen Einstieg oder auch so einen Absacker oder Filler, so von der Kategorie her.
Man kann manchmal schon ein bisschen ins Grübeln verfallen, gerade wenn man unbedingt jedes Gemälde mit all den Anforderungen halt irgendwie kreieren, kredenzen will. Und das ist vielleicht so bei manchen, die so den inneren Monk haben, bei Schwierig, solchen Spielen ja. genau, dann schwierig und ah, ich will aber doch dieses Symbol und das und ah. Aber das Man macht hat natürlich halt auch diesen nicht so kleinen viel Reiz. Auswahl, ne? Es kommt darauf an, wie das gemischt Ja, ist, ob wie man viel jetzt gerade Token so du viel hast. Tokens hat und so. Also das ist schon sehr situativ, das Spiel. Es ist halt ein einfaches Familienspiel, muss man schon fast dazu sagen, wo man jetzt nicht so mit der großen strategischen Tiefe reingehen muss. Aber ich finde, es ist für das, was es ist, ist es schon sehr schön umgesetzt. Das muss man ganz klar sagen. Und ich finde, es ist immer noch so ein bisschen so, man ist so ein bisschen am Suchen, wie man diesen Card-Crafting-Mechanismus, den es jetzt schon eine Ja, Weile gibt, wie man den eigentlich am besten einsetzt, das so, stimmt, ja. das Also, stimmt. so richtig durchgesetzt bei so komplexeren Strategiespielen hat sich das alles ja noch nicht. Jetzt ist es hier mal so auf diesem, ist es ja fast schon nur ein Gimmick, ja, wie du es Ja, gesagt hast. genau, Also, eigentlich das. könnte man die Sachen auch einfach übereinander legen und fertig. Hier ist es fast mehr so ein Gimmick. Aber man muss sagen, das Gimmick macht auch Spaß, dass es dann hier so schön drin ist und hat es dann so wie, ist halt so wie fertig gemacht. Und Das stimmt, da bin ich bei dir. das hat schon Ich was. hätte mir das wahrscheinlich, so ähnlich wie du es ja gemacht hast, du hast ja die Karten so nacheinander reingesteckt, so hätte ich mir das vielleicht so im Spiel schon noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man sich vielleicht am Anfang schon mehr entscheiden muss und die Sachen auf seinen drei Gemälden hier verteilt. Dann hätten für mich diese Sleeves noch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Aber ja, das ist natürlich dann schwieriger vorausplanen, so kann man immer noch mal ein bisschen umplanen und umwursteln sich das. Ja, also es sieht schön aus, wie Leute, die damit irgendwie was anfangen können vom Thema oder auch gerade mit Kindern. Man kann ja auch einfach sagen, man puzzelt sich wirklich ein cooles Bild zusammen und egal mal, wie so die Punkte sind. Es wird hier zu der Kartenauslage mit diesen Sachen, an die man sich quasi orientieren kann, gibt es hinten auf der Anleitung auch noch so eine Übersicht. Da kann man quasi so einfach Standard und komplexe Sachen. Man muss auch nicht gleich mit vier von diesen Karten spielen, kann die random mischen oder hat halt hier so bestimmte vorgegebene Sachen. Und es gibt auch noch so eine kleine Achievement-Sache, hier zum Beispiel erfülle mit einem Gemälde alle Wertungsbedingungen, dann kann man das ja auch mal abkreuzen. Das gibt es ja auch immer mal wieder mehr in so Spielen, dass man da ja so kleine Aufgaben erfüllen kann, während man das Spiel mehrmals spielt. Das ist Canvas. Ich denke, da habt ihr schon mal einen guten Einblick bekommen. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, weil ich auch danach gefragt wurde. Jetzt hat sich ja einiges geändert am Kanal mit meinen neuen Solos und natürlich war jetzt wegen Essen und so auch ein bisschen hier Pause mit Drehen und so. Unsere alte Programmierung hat natürlich nicht mehr richtig was damit zu tun, was gerade passiert. Allein schon, weil Andreas ja auch nicht mehr da ist und so. Wir versuchen aber natürlich eine neue feste Programmierung zu finden. Die werden wir aber veröffentlichen in dem Moment, wo wir sie gefunden haben. Also, aber letztlich. Vielleicht, vielleicht finden wir sie ja auch hier inspirativ, so weißt du, kommt Was so. sicherlich aber bleiben wird, ist, dass Alex und ich hier zusammen diese Spiele machen, die wir euch hier in Form eines schnellen Let's Plays gut nahebringen können. Was übrigens nicht heißt, das möchte ich auch nochmal betonen, dass nicht vielleicht ich irgendwann mal mich hinsetze und nochmal eine Rezension zu Canvas mache. In dem Fall, glaube ich, ist es nicht notwendig. Ich glaube, ihr habt schon alles über das Spiel so erfahren können. Aber ja, wollte ich nur nochmal so sagen. Das bleibt nach wie vor natürlich hier so unser Content und alles Weitere wird sich dann finden. Aber in dem Sinne, danke fürs Zugucken, fürs Abonnieren natürlich und positiv bewerten. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.